Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Robin. Hallo, Bo. Bumm. Ha, Gott sei, Gott sei Dank geht das ja nicht. Naja, so. Rapid Fire ist aus. Ich so. Will jetzt aber unbedingt noch diese. Ja. War es das? Wieso? Hast du gedacht, okay. Es kommt jemand? Ich dachte, oben ist wieder ein Zombie, weil ich habe gerade eben eigentlich erst einen totgeschlagen. Ach so. Nehme ich. Ja, müssen den Bunker ja noch immer noch mal ein bisschen schön ausbauen, ne? Ja. Kann ich nicht auch eigentlich hier die Dinger noch? Was fehlt mir denn da? Ach, da fehlt mir dieser komische Bruchstein da, damit ich die Boden hier ausbauen kann. Ja, das kommt alles mit der Zeit dann, denke ich mal. Ja, exakt. So. Das wird alles kommen mit der Zeit. Wir können ja heute noch ein paar Zombies schnitzeln gehen, damit wir ein bisschen Erfahrung kriegen hier. Das können wir machen, ja. Ja. Einen Schockstab wollte ich ja mal ausprobieren, ne? Ja, kannst du machen. Der ist total sinnlos. Aber okay, probieren. Warte mal, ich kann auch schon stärkere herstellen. Warte. Ah, die kann man nur an der Werkbank herstellen, Mist. Ja, die Werkbank, irgendwann kommt die auch. Irgendwann kommt die auch, also. Ja, irgendwann werden wir die auch haben. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir los, oder? Es ist schon wieder abends, nachts sind die Zombies sowieso ein bisschen agiler. Ja. Dieser Schockstab ist kacke, meinst du? 11,3. Ja. Du kannst ihn gerne ausprobieren. Ich war nicht zufrieden mit dem. Das macht unsere Aloe Vera Pflanze. Ja, die wächst auch schon, aber von der Aloe Vera Pflanze, da gibt es halt nicht diese komischen Dinger, die wir für die Verbände da brauchen, ne? Die Cremes da, diese Aloe Vera. Oder die muss man irgendwie anders abbauen. Das kann natürlich auch sein. Das kann sein, ja. Ich weiß auch nicht genau. Na gut. Ich teste den Schockstab einfach mal aus. Genau, probier mal. Gucke mal, was passiert. Jawohl. Ich denke mal nicht, dass man da irgendwie Upgrades wie Draht oder sowas dran machen kann. Glaube ich nicht. Kann er mal gucken. So. So, ach so. Du kommst ja noch nicht. Nee, ich komme gleich. Ich gucke nur gerade nach der Dingens, was ich so auf diesen Stab vielleicht für Upgrades draufhauen kann. Ach so, ja. Ja, das dachte ich mir aber schon. Ja, ich glaube, wir haben für die nichts. Dann brauchen wir schon irgendwas Elektrisches oder so. Ja, egal. Aber es ist, glaube ich, besser. Na gut, das Knochenmesser ist schon besser. Naja. Egal. Okay, ich komme. Warum kommt man hier in die Tür eigentlich so schlecht rein? Boah, warum bist du hier wieder drinne? Du ein Gast, oder? Ein Gast, ah. Besuch. Dafür habe ich auch eigentlich den Vorschlaghammer. Ich baue jetzt mal die Toilette ab. Was gibt's denn dafür? Da gibt es gar nichts dafür. So. Ich komme jetzt auch mal. Ja. Oh, du bist da hinten drin. Ah, alles klar. Ja, wir müssen mal einfach nur ein paar Zombies schnitzeln, würde ich sagen. Da müssen wir aber dann erstmal welche finden. Irgendwie sind in unserer Umgebung hier nicht mehr so viele. Ja, wir haben die alle schon fertig gemacht. Ja, wir können ja mal in die Richtung weitergehen. Da hinten ist auch noch bei dem Test. Kirche, Bunker. Ja, da einfach rechts da mal weitergehen. Mal sehen, was es da noch gibt in der Karte. Ja, alles klar, machen wir. Einfach mal gucken. Wie gesagt, jetzt wird es ja auch wieder dunkel. Da werden die Zombies sowieso ein bisschen agiler. Da gibt es auf jeden Fall schön XP. Wie gesagt, wir teilen uns die XP ja, deswegen. Ja, denke ich mal, dauert das ein bisschen länger. Kannst du vielleicht mir kurz übrig lassen, ich will mal den Schockstab testen. Oh, der geht eigentlich ganz gut.
Okay. Ja, ab und zu. Naja, also. Ab und zu gibt er ja mal diese Schockdinger da ab, aber halt. Halt auch nicht immer, ne? Ja. Ja, das wäre auch zu krass. Okay. Nee, warte mal hier. Boah, ich teste den mal noch ein bisschen. Ja, kannst du ja. Warte mal, ich würde mal hinten rumgehen. Unter dem Autokino. Da ist vielleicht jetzt nicht so interessant, aber da sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Warte mal, wenn wir jetzt hier weitergehen. Wir waren nur kurz dahinter. Ja, wir gehen einfach hier hinten weiter und dann nach links hoch. Und da ist ja auch Gebiet, wo wir noch nicht waren. Jo, ich habe Dietriche für dich übrigens. Oh, sehr schön. So, ich habe 2 Dietriche für dich. Wie viel habe ich denn schon? 5 Stück? Na ja, gut. Besser als nichts. Jetzt habe ich 7. Vielleicht finden wir ja mal wieder ein Safe zum Knacken oder so. Ja, ja, dann müssen wir aber, glaube ich, neue Gebäude finden, sonst eher weniger. Ja. Zombie? Ach, da. Zombie. Oh, tot. Ja. Ja, am besten hier nach hinten und dann nach links hoch. Da ist auf jeden Fall, glaube ich, Gebiet, wo wir noch nicht waren. Vielleicht ja. Gibt es ja auch ein paar neue Häuser. Dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Ja, das Haus kennen wir noch. Das nächste noch und dann nach oben. Also im Prinzip so ein Bogen da hinten rum oder so. Okay, oh, guck mal, da ist Loot. Da ist Loot? Ja. Oh, okay. Oh, da ist ein Kaninchen. Oh, da ist noch mehr Loot. Hä? Da ist noch einer, Junge. Ich glaube, das sind alle, die jemals hier gelandet sind, kann es sein. Kann sein, ja. Die sind aber jetzt gar nicht so weit weg eigentlich. Guck mal, der links. Willst du vielleicht zu dem links gehen? Ich nehme den hier oder andersrum? Oh, da gehe ich okay. Hin. Oh, was hab ich denn? Antibiotika, 4 Pillen. Alter, was? Jo, okay. Ja, 4 Pillen. Ich hole mir den anderen. Oh mein Gott. Oh, Zombie? Ja, ist ja gut. So viel haben wir noch nie gefunden. Nee, Antibiotika, das sind nur so eine blauen Pillen. Ja. Oh, ich habe ein Altrüstungspaket, Dose Thunfisch und eine gebackene Kartoffel gefunden. Okay, und ich hatte auch noch so ein Paket. Ich habe hier Alter. Alte Eisenhandschuhe, alter Brustpanzer, Alteisen. Ja, ich habe auch sämtliche Alteisenteile drin. Aber ich werde die, zerlege die, weil da gibt es nämlich Eisen dafür. Ja, das sind eh nur Level 3er. Ja, eben. Das ist ja gar nicht. ja. Willst du 2 Antibiotika-Pillen haben? Nee, die können wir eigentlich zu Hause lassen. Eigentlich dann zu Hause hin, oder? Okay. Warte mal. Gefütterte Beinschienen. Ah, ich glaube, Schienen kann ich auf jeden Fall wechseln. Ich habe alles zerlegt. Ne, ich habe die Schienen, die auf jeden Fall. Ja. Besser sind. Ja, hier nach links und dann nach oben, genau. Da waren wir nämlich noch nicht. Abschließen. So, dann kann ich das zerlegen. Hallo, Zombie. Okay, den Rest kann ich zerlegen. 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 Oh, 22 Uhr. Ja, ich warte auf dich. Ja, perfekt. Kommen wir gleich. Weißt du, was ich gerade kurz mache? Nee, weiß ich nicht. Ich habe mal kurz meinen Bauarbeiterhelm aufgesetzt, weil dann sehe ich nachts immer was. Beziehungsweise wir. Okay. So, weil jetzt haben wir Dauerbeleuchtung, weißt du? Ich habe ja diese Lampe jetzt am Kopf. Sehr praktisch. Oh, was ist das hier eigentlich? Was ist das? Stein. Also. Nee, Metall. Okay, jetzt müssen wir langsam in die Gegend kommen. Ja, wir müssen noch hier vorbei und dann kommen wir in eine Gegend, wo wir noch nicht waren. Also ein Stück müssen wir mal laufen. Ja, ich bin nicht da. Na, hoffe ich doch. Nicht, dass ich hier alleine meinen Spaß habe. Du rennst ja schon weiter. Bisschen mal weiter entfernt von mir. Naja. Wir wollen ja in neue Gebiete, haben wir gesagt. Deswegen müssen wir noch, also alles, was jetzt hier danach kommt, nach der Farm, ist neu. Da waren wir nämlich noch nicht.
Okay, super. Ich komme gar nicht hinterher so schnell. Hast du nicht so viel Ausdauer? Doch, aber du, wenn du weiter rennst und ich dann weiter renne, dann kommen wir ja trotzdem nicht näher. Achso, okay. Ich habe gerade noch einen Ausdauerboost. So. Mal Schatten brauche ich, glaube ich, nicht so. Lass dir dich drohen. So, guck, ich bin's, die laufende Taschenlampe. So, jetzt geht's, glaube ich, ein bisschen besser. Bis laufende Taschen. Ah, okay, cool. Ja. Ja, jetzt. Ich habe mal noch ein ganz wenig bisschen die Qualität runtergeschraubt. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass es relativ bisschen ruckelt. Nee, ruckelt nicht, aber ja. Ich habe jetzt alles auf hoch. Ich hatte ein Power of Ultra. Naja, die habe ich. Distanz, das habe ich hoch. Okay, also mit kann ich eigentlich leben damit, denke ich mal. Wurde mal hier aus einer Tankstelle. Waren wir da schon? Oder mal da ist der Schatz? Nee, also hier müssen wir noch vorbei und dann kommt alles neu. Ja, hier waren wir schon danach. Ja. Genau. Ich habe uns, glaube ich, noch nicht weiter getraut. Naja, hinten war ja der Schatz oder vorne ist ein Hund. Hund. Oh. Ja. Nix gut. Okay, da war ein Hund. Da war ein Hund. Oh. Der war ja schnell zerfetzt. Oh, war sogar ein guter Hund. 24. Ah, da kommt eine Dame angerannt. Oh, jetzt da aufgeladen? Schade, die hat gerade nochmal einen Schock bekommen. Ist aber schon vorher gestorben. So, warte mal, da ist der Schatz. Ja, also alles, was jetzt, ich sag mal, das nächste Haus ist definitiv dann neu. Okay. Hier rechts von uns ist auch irgendwo ein Chicken. Okay. Na gut, geradeaus weiter, ja. Ne, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, ich würde sagen, also die Häuser können wir auf jeden Fall durchsuchen hier. Hier oben in der Scheune waren wir nämlich definitiv noch nicht und hier links auch noch nicht. Ich hab's. Guck mal, da ist das Chicken. Da ist das Chicken, ja. Huhn, bleib stehen. Hol dir das Huhn. Hab's. Sehr gut. Ey. Ja, hallo. Ist da ein Zombie irgendwo? Ja. Oh, ja, bin ich auch. Oh, mehr Zombies. Verschwinde, meine Güte. Gut, ja. Ich bin von dem Schockstab jetzt auch noch nicht so krass überzeugt. Nee, finde ich nicht. Oh, ein Keller. Sehr schön. Oh. Nicht gut, er ist irgendwo ein Hund, oder? Nee, ein Zombie. Ja. Ah ja, hier, oh, hier draußen ist einer. Oh, hier geht's noch tiefer runter. Also ich bin oben auf der Hütte. Ja, warte mal. In der Hütte da, ne? Ja. Bin da. Hallo hier. Oh, ich habe eine Beinschiene gefunden und Aloe Vera Creme. Und guck mal, hier hinten geht's nach unten. Ah. Ui. Hier hat wohl jemand einen Bunker gegraben. Hm. Oh, cool. Okay. Oh ja. Oh, Schlangen, pass auf. Okay, tot. Ja, die kannst du auch abbauen, die bringen. Ja, du hast ja gerade gemacht, deswegen habe ich so. Die mal gelassen. Ja, die bringen auf jeden Fall Fleisch. Okay. Hier ist nur Müll. Okay, gut, hier ist dann nichts, geht's wieder hoch. Hier geht's weiter. Ah, hier geht's wieder hoch, ja. Hier war aber noch ein Gang, wa? Ja, hier hinten. Schon praktisch der Helm. Ja, da kannst du. Oh. Achso. Nee, hier sind wir hergekommen, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, hier sind wir hergekommen, genau. Und dann gehen wir hier. Ah, okay, ja. Müssen wir hier weiter. Oh, Schlange. Oh, hä? Wo? Da. Die sieht man immer so schlecht, die Viecher. Noch eine. Oh, shit. Oh. Wollte ich gerade einen Müllhaufen dadurch looten. Okay. Da drüben geht's auch nochmal lang, auf jeden Fall. Gibt's auch nur einen Müllhaufen? Kommen wir nicht durch. Ne, echt nicht? Okay, nee, lass mal anders rumgehen. Ja, das ist eine verlassene Mine oder irgend sowas hier, ne? Ja. Hallo? Oh,
Oh nö. Was denn? Zombies? Oh. Aua. Genau, der hier drin ist eingesperrt. Okay. So. Oh, ich hab zwei Vitamine noch gefunden. Die verhindern Erschöpfung. Okay. Ah. Ja, schon die Vitamine müssen ja auch zu irgendwas gut sein. Oh. Ach, Rucksack. Warum kommen wir hier nicht rein? Aber der hat hier, glaube ich, auch nichts Gutes da drinnen, ne? Ist einfach nur der Typ. Okay. Schauen wir mal hier oben nach, ne? Ja, richtig. Mal eine Mikrowelle. Und mit Essen. Essen nehmen wir mit. Kaffee nehmen wir auch mit. Haben wir zwar. Kaffee nehme ich auch mal mit, ja, weil da kriegst du auch Ausdauer, wenn du Kaffee trinkst. Ah, okay, dann müssen wir aber natürlich Kaffee herstellen, ne? Aber ich glaube, Kaffee können wir ja herstellen. Ich glaube, Kaffee bringt Ausdauer. Ich glaube schon. Ja. Oh, was ist das? Bauplan Schmiede, den hast du ja schon, ne? Oh Mann, ja, dann können wir schon bauen. Aber jetzt, jetzt kann ich die auch bauen. Das ist immer ein guter. Okay, warte, hier mache ich mal auf. Oh, die macht es auch deutlich mehr Schaden. Ich habe mich auch ein Bot drauf geballert. Ah. Okay. Ja doch, also der Stab ist schon ganz gut. Okay. Weil wenn du normalen Angriff machst, dann kannst du auch relativ schnell schlagen. Und dann machst du schon ziemlich oft diesen Schock und dann währenddessen könnt ihr ja nichts machen. Oh, da ist ja eine. Okay. Ja, guck, jetzt mache ich schon wieder einen Schock. Alter, gerade dreimal hintereinander. Okay, was bin ich denn hier? Ich blute. Oh, ich hab schon da was gebrochen hier und ich habe keine Medikamente. Oh. Warte mal. Antibiotika, da heile ich mich. Aber was essen muss ich mal, was trinken muss ich mal. Ich hatte nochmal Dietrich für dich. Oh, sehr schön. Uah, Alter. Jacke. Hier ist ein alter Lederkoffer. Eine Schrotflinte Stufe 6. Alter, was? Okay, ich glaube, ich muss meine Schrotflinte austauschen. Ich glaube auch. Wird Zeit. So, Stufe 6 Schrotflinte. Oh yeah. Nee, lass mal schauen. Krass. Okay, ich gebe dir mal die Dietrich, ne? Da habe ich 4 Waffenslots jetzt. Wahnsinn. Alter, das ist sehr gut. Warte mal, ich habe noch Munition. Hat halt viel zu wenig. Ja, ich hab noch Munition für dich. Ja, warte mal, ich mal die Dietriche nehmen. Habe ich dir die Jacke gegeben? Ich wollte dir die Dietriche geben. Die will ich nicht haben. So, Dietriche nehme ich und du kriegst Munition 14 Mal. Oh, nice. Danke. Geil. Ah, hier geht's nochmal hoch. Zack. Okay, hallo, Klauen haben wir nämlich mit. Ach nee, hier kamen die her. 39 Minuten, ja gut, da hebe ich mich diesmal auf, das werde ich nicht. Aloe Vera habe ich auch zweimal gefunden, 47 Fleisch habe ich noch. Sehr gut. Sieht ganz gut aus eigentlich. Dann mal kriege ich hier was drauf, da kriege ich glaube ich nichts drauf, ne? Wie viel wieder? Ich habe hier so einen Dreifach-Mod für Rüstung noch. Ah, ja. Die habe ich auch schon. Ich habe eine Zweifach-Mod drin und eine Dreifach-Mod. Auf den verschiedenen Dingen. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Habe ich auch jetzt. So, 5er Schrotflinte. Da kann man nämlich mehr tragen. Die hier, so 5er Schrotflinte werde ich mal aufheben. Naja gut, dann hat es sich ja schon mal gelohnt. Zumindest kann ich auch mal die Schmiede machen jetzt. Jawohl. So, das bringt hier, glaube ich, gar nichts, oder? Getrunken. Hast du schon alles durchsucht? Bist du wieder runter? Ja, ich bin wieder unten. Ich habe hier gerade ein Badezimmer noch aufgehauen. Cool, ja. Nicht schlecht. Okay. Geh mal nochmal runter in den Keller. Ich glaube, der Typ ist auch bald draußen. Ne? Ja, der hat es bald geschafft. Er hat es bald geschafft, okay. Nee. So, ach, verrottetes Fleisch brauchen wir alles nicht. Eine Dose nehme ich mal mit, die kann man, glaube ich, zerlegen. Ich wollte meine Schrotflinte mal ausprobieren, ne?
Warte mal, ich kann doch eigentlich vergleichen, was die an Schaden macht, ne? Ja, eigentlich schon. Wenn du auf deine drückst und dann auf die andere hältst, einfach nur, dann, also drüber swipest, dann siehst du das. Du musst halt nur den paar, diese Grafen da halt. Ja, auf den sein. Was denn der Typ jetzt hin? Oh! Hey! Oh. Der hat wohl gerade die Wand hier kaputt gemacht. Ja. Hey, ich will dir mal, warte mal den. Ja, bleib doch mal ruhig, Kollege. Wo bist denn du? Genau. Ja, hab. Oh. Arm abgeschossen. Ja. Okay. Dann können wir ja eigentlich hier wieder rausgehen, oder? Denk mal schon, ja. Wo bist du jetzt hin? Es ist so dunkel hier. Ja. Ich bin nur die Treppe hochgelaufen. Ich bin direkt. Achso, wollen wir oben durchs Haus gehen? Ja. Ja. Gehen wir hier oben. Achso, ja. Genau, ich habe da zumindest irgendeine. Ich höre hier irgendeinen Zombie noch irgendwie. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ja, stimmt. Der Eingang ist zugestellt. Ah, oh, hier draußen ist der Zombie-Kollege. Ah, ja. Hallo. Na, oh Gott. Okay. Der soll mal herkommen, ich will ihn mal schocken. Hallo. Jawoll. Hm. Jo, geht schon ganz gut. Oh. So, ich geh jetzt mal raus, du standst nämlich genau in der Tür. Oh, Entschuldigung. Alles gut. So, wo sind wir denn jetzt? Hier. Mhm. Hier haben wir noch eine Scheune oder so. Obwohl, hier, warte mal, war nicht das Haus, wo wir hier rein sind? Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Ja, die Tür sich nicht mehr dran erinnern. Die Tür ist definitiv zu. Naja. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Reparaturkit. Okay, ja, ich habe zwei dabei. Du hast zwei dabei? Ach nee, hier waren wir schon. Hier sind wir ja rein. Hier sind wir rein. Hier hinten. Ah, okay, ja, okay. Hinten durch, ja. Okay, gut. Oh. Das wird das andere sein, oder? Das wird auch da unten in den Gang gehen, wo der gebaut hat. Ja, war das die? Oder ist das vielleicht auch eine andere Höhle? Was ist von? Können wir mal schauen. Können wir mal gucken, ja. Zack, zack, zack. Bam. Hallo? Ah doch, ich glaube, das ist hier. Ja. Ach toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Klar, ich bin oben. Ah, ich auch. So, mal gucken, welche Richtung wir müssen. Da geht's nach Hause. Da oben, ach, da war die Hütte. Oh, genau, das war ja die Farm hier, ne? Ja, wir wollten ja eigentlich hier ein neues Gebiet erkunden. Da oben bin ich reingegangen, also sind wir von da gekommen, genau. Gute Frage. Wollen wir jetzt dort vorne weiter in die Häuser? Ja, oder? Ja. Ja. Wollen wir gleich das hier uns vornehmen? Ja, doch, da ist eine Garage drin. Das sieht einladend aus. Und dann gehen wir da mal gleich reingucken. Briefkasten, alles Bücher, die wir schon kennen. Nichts Neues. So, hier. Zack. Oh. Oh, hallo die Dame. Okay. So, eigentlich wäre natürlich die Folge auch schon wieder vorbei, ne? Oh, okay. Schon wieder soweit. Ja. Wow. So. Bäh. Wow. Ah, der Fettsack. Hallo, ihr seid ein Dickerchen. Jawoll. Teamwork. Schon geil, diese Schock. Diese elektrischen Stöße. So. Na dann. Oh, ich hab Hunger. Huch. Wenn das geil ist, hast du ja was Interessantes gefunden. Ja, das ist schon ganz gut.
Ich war davon nicht irgendwie nicht so überzeugt, so richtig. Aber ja. Ja, man muss ihn tatsächlich eine Weile benutzen. Weil ja, ist glaube ich auch immer ein bisschen Zufall, wann du diese diese Schockweile bekommst. Oh Gott. Drei Zombies, ich bräuchte mal kurz Hilfe. Ja, ich komme gerade. Oh. Ah. Boah, Alter. Hey. Heilige. Ich habe mir tiefe Schnittwunden zugezogen. Na toll, ich habe aber kein Verbandskästchen mit. Toll, ich auch nicht. Ich habe nur normale Verbände. Okay, na, Handverletzung. Normale Verbände nehme ich auch, ja. Nee, Sonnenbrille will ich nicht. Oh. Warte. Ja, so. Einer reicht, denke ich mal. Ja, ich habe dir zwei Stücke gegeben. Nee, kann ich nicht verwenden. Aber warte mal, ich habe Aloe Vera Creme. Ja. Kannst du da nicht mehr mal ein Medik-Dings draus machen? Ja, ich habe Stofffetzen auch gefunden, ja. Warte mal, dann würde ich lieber so ein Ding nehmen da. Alles klar. Ja, zwei Stück kann ich herstellen. Ja, würde ich gern nehmen. Wupp. Ah, sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Klare. Oh, ich habe noch einen Kochtopf gefunden, nehme ich mit. Ja. Obwohl, gegen Schnittverletzungen helfen die ja auch nicht, oder? Ja, die Heilung beschleunigen die, glaube ich. Und was hilft denn? Und sie regenerieren auf jeden Fall Leben. Ja, das okay. Aber okay, was hilft denn gegen Schnittverletzungen dann? Gegen Schnittverletzungen? Ich weiß, wahrscheinlich ein Ding ins komplette Erste-Hilfe-Koffer, würde ich schätzen. Ach so, okay. Ja. Ja, da muss ich warten. Wollen wir die Folge beenden oder wollen wir. Ja, eigentlich müssten wir ja, so. Weil... Ja. Ja, du kannst hier. Wenn es schon so weit ist. Achso. Hallo. Ja. Kannst krass. Hier... Hab ich auch gerade gesehen. Papier. Oh, das warst du. Oh, hier geht's noch nach oben. Noch mehr Papier. Okay, dann beenden wir die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Macht's gut. Tschüssi. Genau. Tschüssi.